Das gängigste Beispiel für den Einsatz des ACTOR-Prinzips ist das sogenannte ACCA-Framework. ACCA ist eine Implementierung des ACTOR-Models für Java. Ganz grundsätzlich gibt es in unterschiedlichen Sprachvarianten, die auf der Java Virtual Machine aufbauen. Das heißt, man kann es in Java programmieren. Man kann es aber, und das ist dann das Beispiel, das wir jetzt dann gleich sehen werden, auch in Scala implementieren. Scala eignet sich rein von der Syntax her besser für nebenläufige Programme, ist lesbarer als Java-Programm, ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen ungewohnt, läuft aber eben auch auf der Java Virtual Machine und ist deswegen mit Java-Programmen interoperabel. Wir werden in der Übung auch dann nochmal auf ein Java-Beispiel schauen. Grundsätzlich haben wir genau diese Eigenschaften des ACTOR-Systems, wie wir es schon beschrieben haben. Wir haben asynchrone Kommunikation. Nachrichten werden einfach gesendet, also fire and forget, und unterbrechen den Programmaufruf nicht weiter. Wenn wir jetzt mal ein ganz einfaches Hello World Beispiel anschauen, dann sagen wir, wir haben einen ACTOR. Unser ACTOR heißt Printer, der tut nicht viel außer Informationen auf der Kommandozeile ausgeben, und ein ACTOR hat immer eine Receive-Methode, die aufgerufen wird, wenn eine Nachricht, also ein Nachrichtenereignis auftritt, wenn eine Nachricht eingeht, und wir sagen jetzt, wenn das, was wir erhalten, vom Typ Message ist, also das ist der Name der Nachricht, die eingeht, dann geben wir diese Nachricht auf der Kommandozeile aus. Wenn wir diesen ACTOR jetzt verwenden wollen, bauen wir eine App. Da gibt es auch wieder eine Basisklasse dafür. In dieser App starten wir das ACTOR-System, also das baut einmal die grundlegende Aktoreninfrastruktur auf, und geben da und stellen da in dieses System einen neuen Aktor ein vom Typ Printer, also diesen ACTOR, den wir vorher gerade definiert haben, diesen hier. Den starten wir und wir schicken diesem ACTOR dann die Nachricht. Das ist Nachricht schicken, ist da dieses Rufzeichen Hello World, und das war's. Hit Enter to Exit, und wenn man dann Exit drückt, dann wird das ACTOR-System heruntergefahren. Was passiert jetzt? Grundsätzlich wird diese vom ACTOR-System, also von der Basisapplikation, dieses Hit Enter to Exit ausgegeben. Nachdem wir aber dem ACTOR auch die Nachricht Hello World geschickt haben, der das geprüft hat und festgestellt hat, okay, richtige Nachricht, ich gebe es aus, dann finden wir das ebenfalls, dieses Hello World, hoppla, ebenfalls auf der Konsole ausgegeben. Enden tut das Programm dann, wenn man Enter drückt, und dann fährt das ACTOR-System wieder herunter. Wenn wir jetzt ein bisschen einen komplexeren ACTOR bauen wollen, der auch antworten kann, dann bauen wir zum Beispiel so einen Echo-ACTOR, der also die Information, die er bekommt, einfach wieder zurücksendet. Wir überschreiben wiederum das Receive und sagen, wenn wir eine Nachricht erhalten, dann schicken wir dem Sender diese Information, gibt es auch immer. Also das Receive bringt immer mit die Adresse des Senders, dem schicken wir, das Schicken ist wiederum das Rufzeichen, die Nachricht, also dieses Message, zurück. Wenn wir das jetzt wieder in eine Applikation einbauen, dann brauchen wir natürlich etwas, was unseren Echo-ACTOR anspricht. Wir legen einmal den Echo-ACTOR an und dann definieren wir einen neuen anonymen ACTOR, also den gibt es dann nicht als ACTOR in einer eigenen Klasse definiert, sondern nur hier im Hauptprogramm. Und dieser ACTOR tut nichts anderes, als alle 2 Sekunden an den Echo-ACTOR, dem haben wir da oben den Namen gegeben, Hello World zu schicken. Und wenn er, das ist es bekannt, wenn er eine Nachricht erhält, unser anonymer ACTOR, also vorher schickt er einfach nur, wenn er eine erhält, dann gibt er sie aus. Also unser Echo-ACTOR gibt ja jetzt nichts aus, das ist wichtig nochmal zu sehen. Der schickt nur die Nachricht zurück. Wenn wir eine Ausgabe haben wollen, dann kommt sie in diesem Fall von unserem anonymen ACTOR. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was auf der Kommandozeile hier passieren würde, dann würde wieder das Basissystem Hit Enter to Exit ausgeben, und dann
würde dieser geschedulte Actor so lang Hello World an unseren Echo-Actor schicken, bis jemand Enter drückt, und wenn dieser Echo-Actor die Nachricht Hello World zurückschickt, dann gibt es unser anonymer Actor wieder aus. In diesem Fall ist es dreimal passiert und dann hat jemand Enter gedrückt. Letztendlich ist bei der losen Kopplung die Fehlerbehandlung wichtig. Wir haben vorher schon festgestellt, wenn ein Fehler auftritt, dann scheitert die lose Kopplung bei synchroner Kommunikation, weil der Aufrufer mitbekommt, dass etwas passiert ist. Das heißt, es wird zu starker Kopplung führen. In einem robusten System, also hier haben wir wieder diese Anforderung, möglichst robust zu sein, darf es nicht der Aufrufer sein, der sich um einen Fehler kümmern muss, sondern ein Supervisor. Das heißt, für jeden Actor muss es einen Beaufsichtiger geben, der sich darum kümmert, Fehler irgendwie zu behandeln. Die klassische Form in Actor ist das Parental Supervising. Das heißt, dass derjenige, der den Actor erzeugt hat, dafür zuständig ist, auch Fehler abzufangen. Wenn wir also von unserem System Actor, also vom Root Guardian, dem sogenannten, den gibt es in Akka immer, Actors erstellen, und zwar im User Space, dann eskalieren Fehlerfälle immer direkt eine Ebene weiter nach oben. Also ein Fehler bei Child B oder Child C wird zu Parent B propagieren, ein Fehler bei Child A zu Parent A, wenn Parent A wiederum einen Fehler hat, wird es zu User propagieren. Genau, wir schauen uns jetzt wieder unseren, also wir definieren in dem Fall jetzt einen neuen Actor, der heißt Parent. Der nutzt diesen Echo-Actor von vorhin. Und was tut der? Der sagt, im Falle, also wenn wir eine normale Nachricht, also unser Echo-Actor, der wird jetzt modifiziert, der schickt nicht nur die Nachricht zurück, die wir erhalten haben, sondern reagiert auf bestimmte Nachrichten ganz spezifisch. Das heißt, wenn wir eine Nachricht harmless bekommen, dann werfen wir einen Fehler, der harmless heißt, bei severe einen entsprechenden Fehler severe und bei kill einen entsprechenden Fehler kill. Das heißt, wir werfen Exceptions. In dem Fall bekommt es aber nicht der aufrufende Actor, sondern der erzeugende Actor, also der Parent Actor, das Parent, das wir vorhin hatten, das muss jetzt irgendwie mit den Fehlern umgehen können. Dazu kann man sogenannte Supervisor Strategy definieren. Das heißt, man definiert, was passieren soll, wenn man von seinen untergeordneten Aktoren eine Nachricht bekommen hat. Und die gibt es auch wieder vordefiniert. Wenn wir sagen, wir bekommen die Fehlermeldung harmless, dann sagen wir unserem Child Actor, okay, mach einfach weiter. Also Supervisor Strategy ist Resume. Das ist quasi im Akka-Framework schon hinterlegt. Man kann hier definieren, okay, du hast einen harmlosen Fehler, du kannst einfach weitermachen. Bei Severe würden wir unseren Child Actor neu starten und bei Kill würden wir ihn stoppen. Es gibt ihn dann nicht mehr und wir müssen irgendwie anders drauf reagieren. So, und wenn wir jetzt sind wir wieder im Hauptprogramm, unseren Actor unterschiedlich ansprechen mit diesen Harmless, mit diesen Severe oder mit diesen Kill-Kommandos und das, was wir zurückbekommen, ausgeben, dann sehen wir, also ja, und das wiederum in der Echo-App, also in einer App starten. Das heißt, wir starten jetzt Parent. Parent hat diese Supervisory Strategies und Parent spricht den Echo-Actor an. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann würden wir erwarten, dass after harmless eigentlich nichts passiert, wenn dieser harmless Fehler kommt. Da wird der Actor einfach fortgesetzt. Wenn der severe Fehler kommt, dann muss diese restarted Meldung kommen. Und wenn der kill Fehler kommt, dann muss diese stop Meldung kommen. Das ist da auch nochmal beschrieben. So, und letztendlich, letzter Punkt, was ein Actor-System können muss,
ist, es muss auch resilient gegenüber Hardware-Problemen sein. Das heißt, es muss sich einfach wirklich auch physisch verteilen lassen, nicht nur logisch. Ich kann ein Actor-System auf einem einzelnen Rechner laufen lassen. Die Actors wissen nichts voneinander. Physisch laufen sie natürlich trotzdem auf dem gleichen Knoten und wenn der abstürzt, dann steht das ganze Actor-System. Ich kann mit Akka ein Actor-System jetzt auch ganz einfach physisch verteilen. Darum kümmert sich wieder Akka selbst. In der Akka-Definition kann man angeben, wo denn überall Actor-Systeme laufen. Und im konkreten Fall, und mit welchem Protokoll sie erreichbar sind, im konkreten Fall sagen wir, wir haben ein Remote-Actor-System und das läuft in diesem Fall jetzt nur im Localhost, das könnte aber irgendeine IP-Adresse irgendwo im Netzwerk sein, auf einem bestimmten Port und greifen so darauf zu und können damit unser Actor-System oder mehrere Actor-Systeme beliebig im Netzwerk verteilen. Und dann haben wir tatsächlich ein vollständig lose gekoppeltes System, das sich nicht nur logisch, sondern auch physisch voneinander abkapseln lässt und so die Resilienz und Fehlerstabilität verbessert.